Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir waren beim letzten Mal hier mit unserem Motorrad unterwegs und haben unter anderem irgendwo da drüben einen neuen Stützpunkt oder Außenposten aufgebaut. Den hier. Und haben beim letzten Mal dann das hier entdeckt. Und ja, wir haben noch ein bisschen Tag. Ich würde sagen, wir gehen auch einfach mal rein und gucken mal, was uns hier erwartet. Weil das Ding dann doch schon sehr interessant aussieht, wie ich finde. Wir gucken einfach mal, was wir finden. Oh, ich sehe gerade, ich bin ja noch ziemlich voll. Wo habe ich denn gerade... Da ist... Nee, den, genau. So, dann packe ich erstmal gerade den Kram hier rein. Dann können wir auch wieder ein bisschen schneller laufen. Da ist auch schon eine ganze Menge drin. So, einfach oben drauf. Genau. Einfach rein damit. So, das war's auch schon. Natürlich, das ist zu. Aber ist denn hier irgendwo ein Eingang? Irgendwas Verstecktes? Egal, scheiß drauf. Hat sich schon erledigt. Okay, eine Hundehütte. Da ist noch eine. Ach so, Moment, ich glaube, oder? Nee. Nee, ich glaube, ich verwechsel das gerade mit einem anderen. Wir hatten ja zwischenzeitlich irgendwo mal ein Tor aufgemacht und dann waren da auch die Hundehütten. Ich dachte, das wäre das hier jetzt gewesen. Aber die müssen ja irgendwo sein. Bleiben wir mal gerade wachsam. Das ist eher ungewöhnlich, dass es hier so ruhig ist. Okay, gehen wir erstmal hier irgendwo ran. Wenn die Hunde kommen, dann kommen sie. Okay. Dann schauen wir doch mal. Hier ist auch zu. Was ist denn das? Warum ist denn hier alles zu? Was soll das? Muss ich da extra mit Schwung gleich anklopfen? Dann tun wir das, komm. Okay. Wow. War doch einer da. Doch nicht ganz zu verlassen. Nun gut. Zack. Können wir auch direkt scrappen. Dann schauen wir mal. Da geht es auf jeden Fall runter in den Keller. Das machen wir zum Schluss, würde ich sagen. Gehen wir erstmal nach oben. Genau. Aha. Kommt noch einer? Der ist außerhalb, oder? Also, ich hoff's mal. Soll er ruhig machen. Ach, das sieht immer so ansprechend aus. Da will man immer irgendwelche Hebel drücken und irgendwas ziehen. Aber das geht ja nicht. Das Ding ist leer. Was soll das denn? Ach, das ist... Kommst du? Was war das denn? Gut. Da geht's offensichtlich rüber... Gehen wir doch mal gerade runter in den Keller noch schnell. Zack, zack. Und da sind wir. Hallo. Ah. Oh, ein Feraler. Eieiei. Hallo? Was soll das? Ich möchte das nicht. Scheiß drauf. Hoppala. So, hätten wir das. Also, wo sind wir stehen geblieben? Wir wollten nicht looten. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Schrotflinten, jo. Das kann man direkt scrammen. Ja, das hier eigentlich auch. Da haben wir mittlerweile... Oder warte mal. Ja, nee. Da haben wir mittlerweile so viele von. Crackerbook ist auch immer sehr nice. War hier nicht noch eine Kiste? Okay.
Okay. Ah, perfekt. Brauchen wir nicht aufschlagen. Ich wollte gerade schon sagen, wenn das Ding nicht aufgeht, dann müssen wir aufschlagen. Hat sich dann erledigt. Dann, ich dachte gerade kurz, jetzt spawnen da die Hunde. Ach so, das Ding war ja voll. Egal. Dann mache ich das so. Es gibt 10 Wasser. Ja, komm. Rein damit. Und das können wir auskappen. So, jetzt geht's ja offensichtlich oben weiter. Gleich beginnt auch die Nacht. Achso, ich renne schon wieder falsch. Ich wollte jetzt hinten rum rein. So. Und genau, dann geht's hier rüber. Dann schauen wir doch mal. Okay, keine Falle. Das war ziemlich nice. Okay. Boah, der macht aber einen Radau hier. Wo ist denn der? Also, der Generator, nicht der Zombie. Das mit dem Zombie geht ja noch. Das ist aber irgendwo da mittendrin. Oh, hi. Ja, komm, ich zerleg das mal gerade. Oh, Level up. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Das ist doch immer schön. Ich glaube, das war's, ja. Das Ding ist zu, aber da muss ja irgendwo noch was sein. Ja, komm rein damit. Wieso ist das Ding denn zu? Gibt's hier keinen Knopf? Da ist die Nacht. Okay. Ich muss gerade nochmal ausprobieren. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir das... Nee, hatten wir auf jeden Fall gemacht. Das hatten wir auf jeden Fall gemacht. Jetzt... Was machst du denn hier drin? Hier ist geschlossene Gesellschaft. Da gehen wir gleich raus. Na, guten Tag. Achso, das war kein Feraler. Ich habe extra Anlauf genommen, damit das richtig schön fetzt. Hopp. Ja, ja. Das lasse ich da gerade einfach drin, scheiß drauf. Ich glaube, hier kommt sonst nicht mehr wirklich was Besonderes. Hallo. Oh, ja, doch, sehr nice. Pistole Qualität 3.
Hier gibt es wieder ein bisschen Eisen. Hier wollen wir gerade noch raus, ne? Zack, zack. Einfach mal rein. Das hat nicht gereicht, das Wasser aus der Hölle. Ich dachte, wir trinken so viel, dass es schon zu viel ist. Ja, jetzt. Benzin ist auch immer gut. Ach, da oben. Ja, komm mal runter. Guten Tag. Da, warte, ich helfe dir mal. Achso, das war der Schatten. Ich dachte gerade schon. So, dann würde ich sagen, sind wir durch. Da oben ist, glaube ich, noch was, oder? Kann man hier noch irgendwas plündern? Nö. Aber ich würde den Truck auf jeden Fall noch zerlegen. Nee. Dahin. Ach, guck mal, hier wäre der Eingang gewesen. Aha. Ich muss mal gerade was gucken. Der glückliche Sammler, ne? Das war das, was ich ursprünglich eigentlich machen wollte. Gut, dafür brauche ich nur E-Level 5. Ich mache das jetzt einfach mal, warum nicht? Haben wir ja gerade keine anderen Ziele. Was ist das? Ah, mechanische Teile sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Da schmeiße ich das Papier für raus. Das sind wahrscheinlich auch welche. Ne, das ist sogar ein Scheinwerfer. Ja, komm, hier. Das kann auch raus. Und das war's. Gut. Das geht nicht, ne? Nee. Oh mein Gott, was? 30.000. Alter Schwede. Ich bin gerade am Überlegen. So rein theoretisch. Na, so, jetzt. Das ist ein... Das müsste... Ja, da oben sehen wir es. Das ist ein 5x4. Also tatsächlich genauso wie die Raster hier. Ich frage mich gerade, wenn du daraus so Wände bauen würdest, wie eine Hordenbase, ob sich das lohnen würde, weil du dann natürlich, wenn du eine Wand reparieren musst, einfach nur ein großes Ding reparieren musst. Das ist zwar in Summe wahrscheinlich nicht so haltbar, aber im Endeffekt macht das ja keinen Unterschied, ob die Zombies dann bei einem durchkommen oder ob die Wand verschwindet. Also gut, wenn die Wand verschwindet, dann bist du sowieso gearscht. Aber es wäre auch ein interessanter Ansatz. Darfst halt nur nicht außersehen betätigen. Na schön. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach noch ein Stück weiter, beziehungsweise, bevor wir das tun, erstmal gerade auftanken. Und genau, kann man den ganzen Kram da noch reinwerfen. Genau. Und dann fahren wir noch ein Stück weiter. Und dann schauen wir uns mal um. Vielleicht machen wir auch nochmal einen kleinen Zwischenstopp hier in Ost. Hier unten. Ich glaube, das würde ich mal machen kurz. Wenn wir uns auf den Rückweg begeben, dann können wir halt gucken, ob wir da noch irgendwas machen wollen. Kleine Bude. Das ist aber... Doch, das ist das Ende der Straße gewesen. Das heißt, es geht jetzt auf jeden Fall weiter hier runter wieder. Was habe ich denn gerade markiert? Was habe ich denn markiert? ...700 Meter in die Richtung habe. Achso, das ist der Außenposten. Das war jetzt nur verdeckt durch die Icons. Na schön. Da unten kommt noch irgendwas. Da düsen wir auch mal kurz rüber. Aha, das ist doch hier... Ja, genau. So eine Art Survival Camp. Sowas müsste ich eigentlich auch mal übernehmen. Wobei, das ist ein bisschen anders. Können wir mal reingehen.
können wir mal reingehen. Ach, da fällt mir gerade ein, ich habe ja eben Dingens genommen. Hier wegen Überlastung, aber nachts bin ich ja eh nicht überlastet. Da hatten wir ja den Skill. Ah, jetzt komme ich hier nicht hoch. Okay, ich scheiß drauf. Na gut. Das ist auch zu. Sag mal, was soll das denn hier? Nichts ist offen. Oh, da hast du was fallen lassen. Na schön, na schön. Ist auch zu. Benzin, immer gerne gesehen. Jo. Oh Mann, hui. Au. Ja, immerhin nicht der Ferale. Wenn du nochmal aufstehst, dann dürfte da Stacheldraht kommen, oder? Nö. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder. Schade. Ich hab gehofft, das wäre offen. Nee. Geschlossen. Also noch befüllt, meine ich damit. Sehr schön. Da sollen ja normalerweise auch die Wasserfilter drin sein, glaube ich, ne? Die haben wir bis jetzt noch nicht gefunden da drin. Das wäre auch ganz cool, wenn hier durch Kriecher kommen würden. Durch so Löcher. Ich habe das Gefühl, hier kommt aber gleich noch irgendwas. Ich kann mich aber auch irren. Das muss ich auch mal beobachten hier, wenn so Dinger da sind, ob irgendwo eine Schlange ist. Die entflohen ist. Oh, hi. Das war's schon, du bist tot? Ja, sieht so aus. Schöne Laterne. Ach, das ist Holz. Oh, 1200 ist gar nicht so instabil. Mit einer schönen Garage hier. Guck mal. Ach, Moment. Das kann man ja auch aufmachen. Erfolgreich ausgeblendet. Weg damit. Soll ich den... Nee, scheiß auf. Und da haben wir noch mal ein bisschen Wasser. In der Alkoholkiste. Ach, hier, guck mal, habe ich doch gesagt. Hier kommt noch was. Okay, das war sehr easy. Das ist genau das Ding, wo wir dran vorbeigelaufen sind. Nitrat, nee, lass mal. Kann ich eigentlich auch rauswerfen. Komm, hier, den Kram. Ja. Tülü. Ja, komm, die Sachen brauche ich auch nicht. Wir haben so eine schöne Farm zu Hause. Brauchen wir nicht mitschleppen. Und die letzte Kiste.
Ja, dann sind wir auch durch. Genau, jetzt geht's richtig auf. Perfekt, das habe ich gehofft. Da können wir nämlich gerade nochmal scrappen. Ich hau das hier mal gerade noch raus. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Das sehen wir jetzt. Das war's. Ging irgendwelche Teile? Nö. Okay. Gut, die kann ich auch noch scrappen. Und dann würde ich sagen, packen wir den ganzen Kram mal wieder hier rein. Ach du Kacke, ich hasse es. Das ist das Messer. Ansonsten weiß ich gerade nicht, was da noch war. Was war denn daneben? Ich glaube, das war so, ne? Ja, ich glaube, das war so. Okay. Gut, wie weit sind wir denn hier rübergefahren überhaupt? Ja, da wäre noch ein bisschen was möglich. Ja. Ja, eher hier rüber. Dann fahren wir noch mal ein bisschen darüber. Dann hoffen wir mal, dass irgendwo eine Wüste kommt, die uns Benzin bringt. Ich meine, wenn es nicht kommt, dann ist das halt so. Dann haben wir halt da, ich sag mal, ein Handicap, wo wir dann wirklich investieren müssen. Dass wir durch die Händler halt eben rankommen und halt eben durch Loot-Touren. Aber wir verbrauchen halt dann nicht wenig Benzin, ne? Wir verbrauchen auf jeden Fall dann nicht wenig. Weil wir auch irgendwann auf Motorwerkzeuge umsteigen. Ach ja, die neue Hupe. Ach schön. Es fährt sich so viel besser mit dem Gerät. Dass man schnell mal an einem Ziel hängt, nicht an jedem kleinen Hubbel. Oh, was haben wir denn da? Militärcamp. Haben wir das schon... Nee, haben wir noch nicht aufgeklärt gehabt. Okay. Das ist doch schön. Warte mal. Es sieht halt auch interessant aus. Ich glaube, das werden wir uns mal merken für eine Loot-Tour. Was vielleicht da überhaupt das Rote? Sind das Minen? Uah. Da kommt auch schon wieder was. Das ist auch ein bisschen größer. Wird das... Das ist so eine Villa. Okay. Da müsste doch dann... Genau, das ist so ein Ding, wie wir das mit dem Hund hier hatten. Genau so ein Ding ist das. Da müssen wir auch mal rein. So, ich bezweifle aber, dass hier rüber groß irgendwie noch Wüste kommt. Wir fahren jetzt zwar trotzdem nochmal da runter, um das wirklich gänzlich ausschließen zu können. Aber auch so auf dem Hintergrund geachtet sind das zu hohe Hügel. Ich bezweifle es. Wird es nur zerklüfteter. Also hier unten geht es halt richtig weit, ne? Wir könnten wirklich mal gerade die Hälfte schon mal runterfahren. Und da mal gucken. Und dann, wenn wir da nichts finden, würde ich sagen, fahren wir erstmal wieder nach Hause. Und machen dann nochmal eine neue Tour. Na schön, ich fahre mal gerade ein Stück darunter und, oh, warte mal, ich wollte gerade sagen, dann mache ich einen kleinen Cut und dann sehen wir uns, wenn was Interessantes kommt. Da scheint aber direkt schon wieder eine Stadt zu kommen, aber das ist nicht unsere. Nee, okay. Das ist doch schon mal was Feines. Eine neue Stadt am Horizont. Hui. Und wir haben einen neuen Morgen. Au. Ah, Polizeiwagen. Schön, schön. Können wir wieder ein bisschen Zombies andocken.
Hotel Working Stiff. Wie habe ich ihn hier nochmal gespeichert? Hochhäuser, okay. Das ist eine Bowlingbahn, da kommt noch was mit einer Tanke, hier ist noch Medizin. Also ein paar Sachen sind hier auf jeden Fall drin, da kann man mal gucken. Ach, guck mal. Wie nice ist das denn? Kann man, achso, der hat noch zu. Wegpunkt Spe- Ah, jetzt muss ich da mal gerade wieder gucken. Hier hatte ich das für, okay. So, okay. Der macht um 6.05 Uhr auf, ne? Dann können wir mal ganz kurz... Ja, komm. Da fahren wir nicht ganz runter, würde ich sagen. Wir gucken mal gleich, was er im Angebot hat. Aber da vorne kommen ja ein paar höhere Hügel. Und dann können wir da einfach mal gerade gucken, wenn es nicht zu weit hoch geht, dass wir uns da einen kleinen Überblick mal verschaffen. Na, komm schon. So. Okay, zurückfahren wir aber einfach drumherum. Das war doch ein schöner Sprung. Södele. Also ein bisschen geht's noch hoch. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ich fahre jetzt aber erstmal gerade hier durch. Es geht echt arschweit nach oben hier. Hui. Okay, hier wird auch richtig zerklüftet. Komm schon. Ah ja. Jo. Jetzt sind wir oben, glaube ich. Das sieht gut aus. Dann können wir mal gucken jetzt. Ich lasse mal gerade hier stehen. Na du? Wie geht's dir? Also hier gucken wir mal gerade rüber. Na? Das sah gerade so cool aus. Das ist eine geile Aussicht. Das ist eine ziemlich geile Aussicht. Wie weit geht es noch rüber? Das ist aber out of map, ne? Nee, das ist noch innerhalb der Map. Das ist aber da unten. Das hier wäre so ein Maximum. Da hinten ist noch ein dickes Haus. Das sieht aber auch ein bisschen zu hügelig aus, um eine Wüste zu sein. Und darüber sieht es halt auch nicht wirklich besser aus, ne? Wir schauen gerade nochmal hier rum. Aber ich glaube, das gibt hier unten keinen mit einer Wüste. Nee. Hä? Da ist eine Bude hier vorne? Okay, dann müssen wir vielleicht irgendwie in die Richtung beim nächsten Mal. In der nächsten Tour. Aber wir gucken mal gerade, was denn hier unten ist. Was haben wir denn hier? Ja, jetzt sieht man es auf jeden Fall auch ein bisschen besser. Ach, guck mal hier. Da
kleiner Campingplatz, aber den lassen wir, den sparen wir uns jetzt. Der Händler macht jetzt auf, da würde ich jetzt noch schnell rüberdüsen. Dann gucken wir mal, was er so Schönes hat für uns. Na du? Ach, die geistern irgendwo da hinten rum. Gut. Wo liegt das Bike? Da. Ja, perfekt. Einfach nur geradeaus. Einfach Richtung Norden. Ich glaube, wenn wir unten sind, muss ich ja das Bike ganz dringend reparieren. Hui. Oh. Du bist hungrig. Immer bin ich hungrig. Immer. Oh, shit. Oh. Okay, 63%, egal. Ich glaube, nee, was war das? 25% oder so? War es beim Minibike zumindest. Gucken wir gleich einfach mal. Wir haben ja ein paar Repair-Kits. Den Luxus können wir uns gönnen. Da sind wir doch schon wieder. Es ging jetzt wesentlich schneller nach unten als nach oben. Mann, das sah cool aus. Der ist aber nicht tot, ne? Oh, warte mal, ich habe XP bekommen. Ach stimmt, das ist neu, ne? Dass du dann XP kriegst und dass die auch mehr Schaden kriegen. Kann das sein? Haben die das nochmal geändert? Gerade mal durchgehen hier. Das war's auch schon. Alles, was wir verkaufen wollen, erstmal hier in einer Reihe. Der Rest. Ja. Das nehme ich mal mit. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Mod noch zu Hause haben. Wahrscheinlich schon, aber... Ja. Mal gucken. So, dann mal ganz kurz reparieren. Ja, guck mal, 93%. Und du bist jetzt auch mehr wert. Perfekt. So, nicht vergessen, die Waffe ziehen. Flupp. Und dann sagen wir mal guten Tag. Grüezi. So. Kleines Sümmchen. Und du, hast du irgendwas Interessantes für uns? Was ist denn das? Scrapping for fun. Sammelwerkzeugen, okay. Reparaturkits, ja. Benzin. Was würde das theoretisch kosten? Ja, natürlich. Da halte ich auch in Grenzen, ne? Ist jetzt nicht herausragend. Hier, das finde ich irgendwie ganz cool. Ach, der hat doch nur eins. Ja, komm. Forge ahead. Könnten wir mal kaufen. Und dann ein paar Wasserfilter. Knüppeln. Ja, nee, komm. Sale is a sale, even if it's to a scumbag like you. Nee, hast du nicht, okay. Well, how about you browse your ass right out of my store? Just get the fuck out. Okay, der ändert seine Stimme nicht. Ich dachte, der ist, der regt sich nur so auf, weil ich die Waffe in der Hand habe. Na gut, wir hängen hier mitten im Nirgendwo. Wir fahren beim nächsten Mal dann, wie gesagt, zurück. Jetzt machen wir aber erstmal einen kleinen Cut. Wir sind nämlich am Ende einer Folge und wie immer bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch die, Reisetour-Folge heute gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt oder es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.